So, hallo, natürlich willkommen zurück hier bei Enslaved, Odyssey to the West, ja, sowas richtig, wir sind ja mitten im Kampf mit deinem Hund und wir machen gleich weiter hier, Stunt, so, schön brav bleiben, immer schön betäubt bleiben, dann können wir nämlich den Hund hier eine draufsemmeln, so, Pengs und Bam, Bum, Bim, Bim, Bam, Bino, halt, Bäm, denk gar nicht daran aufzustehen. So mache ich es mit meiner Katze übrigens auch immer. Ich betäube die immer und ja. Nee, ich quäle doch keine Tieren. Also was dachtet ihr denn? So, jetzt ist er gleich kaputt. So. Cloud. Jawohl. Und Turbo, Turbo, wir holen ihn ein, wir holen ihn ein. AB. So, Ram. So, Oho. Oha. Oha. Hat er eben das Rückgrat rausgerissen, sozusagen, mit der Gatling hier. Ja, das war Hund Nummer 2. Geht ja eigentlich ganz einfach. Auf dem Weg. Tja, armes Hundi. Leider können wir nicht zusammen, aber da du böse bist. Merke, jetzt sind hier nicht mehr. Was ist denn das? Was macht es? Es ist ein Alien. Ein UFO. Stun? Was? Nur ein Stun? Das ist aber nicht sehr viel hier. Jetzt haben sie diesmal die Punkte hier nicht resettet. Also das letzte Mal waren hier ja wieder alle Punkte vorhanden. Also, wenn das hier alles als dann war, der eine Kanister, dann bin ich aber enttäuscht. I, pfui. So, dann mach mal auf die gute Stube. Ich hab gedacht, man kann das von außen nicht aufmachen. Okay. Ja. Na, was erwartet uns da hinten? Natürlich rennt er wieder mal los. Meine Tochter. Meine reizende Tochter. Ich weiß, wie erfinderisch du bist. Ich weiß, du kehrst vielleicht wieder zurück. Entkommst den Sklavenhändlern. Schaffst es nach Hause. Für den Fall, dass dieser Tag kommt, nehme ich diese Nachricht auf. Nur um dir zu sagen, es ist mir ein Trost zu wissen, dass du noch lebst. Ich liebe dich, Trip. Hey, war das schon zu Ende? Warum bricht das einfach ab? Vielleicht hier dann noch sagt vielleicht. Ich sagte, bring mich heim. Und ich lass dich frei. War wohl gelogen. Aha. Wie? Die Sklavenhändler sind im Westen. Also gehen wir dahin. Aha. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Und dann bring ich ihn um. Ja, Rache natürlich. Ja. Stürmische Fahrt. Freigeschaltet. Kapitel 9. Die Ödnis. So eine... Mann, naja. Du hast ja gar nichts gesagt. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Worüber? Weil ich dich nicht abziehen lassen. Bist du verloren ein Stück, ganz einfach. Was hätte ich sagen sollen? Du kommst heim. Dein ganzes Leben ist ausradiert und du willst dich rächen. Verstehe ich. Na, trotzdem hätte sie mich befreien können. Das ist alles ganz simpel, oder? Es ist, wie es ist.
Er hat doch sowieso wahrscheinlich geholfen. Egal, ob es jetzt das Band dran lässt oder abnimmt. Also echt. So was nennt man Treue. Was ist das hier? Das war eine Fabrik. Ja, das Früher im Krieg haben sie hier Max gebaut. Riesige Max. Und was machen wir hier? Wir suchen jemanden. Wen? Einen alten Freund meines Vaters. Er ist hier zu Hause. Er kann uns vielleicht helfen. Wenn er noch am Leben ist. Mhm. Wollte ich gerade sagen. Wenn er noch am Leben ist. Da lang. Ja, ich komme gleich. Nee, was ich noch sagen will. Sie sagt, wenn bring mich heim und dann lasse ich dich frei. Und dann lügt sie. Also ich finde es nicht in Ordnung. Also ich glaube... Ja, jetzt lass mich doch mal erzählen. Ich glaube, Monkey hätte ihr bestimmt trotzdem noch geholfen, auch wenn sie ihm das Sklavenhalsband, Kopfding halt eben abgenommen hätte. Ja, ich find's einfach nur scheiße, dass sie so verlogen ist, ja. Nö, also, geht nicht. Wenn ich was verspreche, dann halte ich doch normal auch. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Darunter? Nö. Ich hör jetzt mal da lang, weil da ist noch so Erinnerungsfetzen hier. Sieht aus wie Felder früher, war keine Wüste. Nee, weil eigentlich die Funktion von dem Kopfband hätte man ja weiter noch benutzen können. Nur die Straffunktion hätte man ja ausschalten können. Also, oder zumindest sie. Um ihm ein bisschen entgegenzukommen. Also ich finde es ein bisschen unfair ihm gegenüber. Nimm dich vor dem Wasser hier in Acht. Warum? Es ist mit Mac-Treibstoff verseucht. Ja und? Ja, also sollten wir es nicht trinken. Dieser Freund von deinem Vater. Wie soll der uns denn helfen? Um Pyramid zu finden, müssen wir einem der Sklavenschiffe folgen. Und es gibt nur einen Weg, um das zu tun. Hat er ein Fluggerät? Ja. So hat er uns immer die Schrottteile geliefert. Ich muss ihn nur dazu bringen, dass er es uns überlässt. Und wie willst du das anstellen? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Also es ist jetzt ein riesen Roboterfriedhof. Was hauchst du denn so, hm? Tja, ich natürlich wieder auf Punktejagd. Ich nehme mal die Abzweigung hier, so. Kommt das gleiche raus, sonst ist es ja sumpfig hier, wie ohne Ende. Nicht sehr anheimelnder Ort hier. Und Mücken gibt es ja auch. Und ich habe meinen Autan vergessen, Mist. Mhm. Alles alte. Ja, ich komme. Alles alte Roboterteile hier. Was? Bewehr auf Doc? Nee, bitte nicht. Bitte kein Hund. Max, warte hier. Was ist das? Das ist schon einer wichtiger. Davon. Ah nee, das ist so. Nein, warte. Da sind zwei. Von hier aus geht's nicht weiter. Doch. Den Pfad hier hat er für Leute angelegt, die ihn in der Fabrik besuchen wollen. Ähä. Ich war schon ein paar Mal hier. Leg den Schalter da oben um. Ja, da muss man erstmal fliegen können dazu, oder? Weil Leute in Besuchen kommen wollen. Mhm. Cloud ist aktiviert, sehr schön. Also Bewehr auf der Dock, das gefällt mir absolut nicht hier. Und das hier ein Schwein? Sieht zumindest so aus. Machen wir das wieder auf die traditionelle Art. Den können wir so ausknipsen, aber ich glaube, ich bleibe da erstmal in Deckung. Ja, das ist Dock hier. Ne, Deckung. Naja, Deckung gibt es hier keine. Stopp. Genau, EMP. Schockgranate. Zack und... Zack und... Hi. Hallo? Ah, verdammt. Jetzt hat der falsche Knopf natürlich wieder. Hey, halt. Hier kommst du nicht vorbei. Ah, der ist schon kaputt. Alles klar. Okay.
Ah, jetzt habe ich die Stuntgranaten versemmelt, nur weil ich nicht gewechselt habe richtig, weil ich da ja links drücken muss anstatt rechts. Ich hasse es, wenn es so ist. Ja, was ist LB? Landesbank? Ja. Leg den Schalter um. Ich stehe doch direkt neben dir, was funkst du hier dann? So, darf ich hier runter? Nein. Warum darf ich hier nicht runter? Ach Mann. Ich will den Punkt haben. Wie kriege ich den Punkt? Gar nicht. Naja, was soll's. Kriege ich ihn halt nicht. Moment, stopp. Cloud ist ja aktiviert. Jawohl. Na, das heißt, da geht's halt mal wieder. Kopf einziehen. Kann ich sich nicht hier in den Kopf einziehen? Nee, kann er nicht. Okay. Wäre schön, dann an die Brücke durchsurfen. Jawohl. Und au. Hui. Oh, hier sind noch überall Punkte. Ihr wisst ja, ich will die Punkte haben. So, hier noch. So. Hier. Bims, Bams, Bums, so, Ruhe hier. Ich starte Dänemark. Ja, ich darf ja nicht aufs Wasser, okay. Ist ja giftig sozusagen. Ja, und. Bim, Bam, Bum, Überraschung. Der Servicetechniker war da. Ja. Ja, und der Bot war einfach kaputt, ganz einfach. Hier lang. Das ist zumindest ein Punkt, den will ich haben. So, und wieder auf Surfboard hier. Hallo? Jo. Gebt mir alle eure Punkte her. Hui, also das. Ich liebe dieses Board einfach. Da oben ist dann auch ein Punkt, okay. Wo geht's denn hier lang? Halt! Nein! Ah, warte mal, da ist ein Punkt. Hey, halt, halt, nein, ah. Ja, ich schaff's noch, gleich hab ich's. Moment. Gleich hab ich's. Moment, warte mal. Ich hab's gleich. Ja, hier lang, halt. Das Ding ist ein bisschen, ja, überwendig. Hoppa, hoppa. Ja, okay, Moment. Nochmal. So, hier hoch und hier lang. So, und hier und. Jawohl, den wollte ich haben. So. Jetzt gehen wir aber erstmal da hinten noch lang. Da ging es irgendwo noch weiter. Da sind auch ein paar Punkte, habe ich gesehen. Und boom! Der Techniker ist da, sie haben ihre Wartungsfrist überzogen. Halt! Wenn hier einer auf mal da hier, so. Ich konnte sie leider nicht durch den TÜV lassen, da ja, alles kaputt ist. So. Was hast du davon? Ja, Britzelbratzel. Wieder auf meinem Bord, so. Und jetzt halt. Ja, also das Ding ist doch ein bisschen wackelig, also sehr in der Steuerung hier. So, jetzt gehen wir mal den Hebel auslösen, also wer da kein... ich war doch schon dran, verdammt. Wer da kein so ein Cloudboard hier hat, der hat verloren eigentlich. Ist
soll man denn da hinkommen sonst? Da braucht man ein Boot oder sonst irgendwas. So, und aus. Fupp und B. Aha. Wenn ich mich recht erinnere, müsste hier irgendwo ein Boot sein. Mit dem Boot kommen wir durch die Tunnel. Dort finden wir ihn bestimmt. Was für ein Boot? Keep out heißt's hier. Okay, wenn es heißt hier keep out, dann keep ich mal out. Also ich horch zumindest hier auf, das was hier steht. Beware auf Dock, steht da wieder. Ich glaube, es geht hier lang. Mechs, ach so, Mechs keep out. Naja, gut, okay. Was heißt, du glaubst, hier geht's lang, also wo sollst du sonst lang gehen? Mhm. Das wäre so ein Schwein. Also... Ja, hier hängt ein Schwein und hier ist so ein Gravity. Ja, ich komm gleich. Hey. Was soll all der Schweinkram hier? Ich glaube, das ergibt Sinn, wenn du ihn triffst. Und die Musik, was macht die für einen Sinn? Das weiß ich leider auch nicht. Warum ist der etwa ein bisschen anders als das, was wir uns jetzt hier vorstellen? Dass er so sein wagt. Ist der etwa ein Schweindall? Ja, eine Riesenhand. Das Boot ist hier. Wir haben nur ein Problem. Das da ist ein Motorrad. Wie kommen wir da ran? Lass mich scannen. Ja, das wollen wir haben. Okay. Check. Nicht check. Auch nicht check. Auch nicht check. Auch nicht check. Also, das sind Bots. Die wollen wir nicht haben. Versuch mal, das Maschinenteil dort tiefer zu kriegen. Das ist ein Arm, übrigens. Ach, das muss ich in den Bolzen rausschießen, oder wie? Mhm. Bots, ich hasse euch. Warte mal, lassen wir es aktiviert, wenn ich den Bot hier wegramm. Und... Halt, stehen bleiben! Hey! So, hallo, wo sind die jetzt hin? Bleib mal da stehen, halt! Hey! Halt! So, jetzt hat er. So, der hat ein Schild dran. Da brauchen wir erstmal Stun. Und Bams. So. Und der hier unten, der muss halt. Nee, ah, das ist das Motorrad. So. Ich soll diese Bolzen hier rausschießen. Okay, machen wir gleich. Zack. Einmal. Ein Stück. Cloud aktiviert. Okay. Hier brauchen wir gleich die Cloud. Warte mal. Ah, da oben war noch ein Punkt. Den will ich haben. Hier ist die andere Seite. Ja. Hetz mich nicht. Mach ich gleich. Was steht hier? No Mechs, no Slaves beyond this point. Ah ja. Okay, da sind aber trotzdem Mechs. Was sagst du dazu? So, halt. So, Cloud. So, jetzt sammeln wir mal hier unser Pünktchen ein. So, und Tepp und Kappala und irgendwie... So, hier auch noch. So, hoppala, hoppala. Und hier noch. Und da ist Plasma, sehr schön. Hat das auch eine Kanone? Ah, es hat auch eine Kanone. Sehr schön.
Na ja, gut, vielleicht ist es auch nicht schön, weil wenn man eine Kanone dran hat, dann wird es da bestimmt Ärger auf dem Weg geben. Halt, da sollten wir noch nicht weiter. So, und hier. So, ich glaube, ah, da ist noch ein Pünktchen. Moment mal. Da ist ja auch noch ein Punkt, so. Hier war auch noch ein Punkt. Ich hab's gesehen, so. So, runter von der Cloud und dann schießen wir mal auf das Teil hier. Pam! So. So, darf ich dir eine Hand reichen, meine Liebe? Gut. Und jetzt hilf mir rüber. Ja. Okay. Ja, und wie ich der Madame hier rüber helfe, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, euer Legolas.